Yo, herzlich willkommen hier heute zurück zu meinem Kanal und heute gehen wir noch einmal an einem Stadion-Vlog. Und zwar heute gehen wir zum FC Basel gegen Servette. Und ihr auch schon merkt, ich bin heute auf Schweizerdeutsch unterwegs, weil einige Leute haben sich auf jeden Fall in den Kommentaren das gewünscht. Und ja, das ist eigentlich auch schon alles. Aber in der nächsten Zeit werden wir mehr auf Schweizerdeutsch kommen. Und somit zurück zum Fußball. Wie läuft es momentan? IB immer noch auf dem ersten, Servette auf dem zweiten und Servette wird heute gegen Basel spielen und IB gegen Luzern. Ich habe mich für Basel entschieden, weil Basel ein bisschen näher ist und am 2 ist und für mich einfacher ist, weil ich nachher noch weiter muss. Aber dementsprechend heute Basel. Kann sie, will ich, muss nicht, aber die sind sehr gut dran und wenn sie so weitermachen, wow, glaube ich, müsste es eigentlich IB holen. Servette aber auch sehr formstark, wie auch Lugano. Auch ziemlich nah. Wir werden es sehen, wir werden es auch heute sehen, wie es heute wird stehen, je nachdem, was Basel heute macht und was IB macht. IB müsste eigentlich gewinnen gegen FCL, leider, muss ich ehrlich sagen. Und Basel wird eigentlich ziemlich sicher verlieren gegen Servette. Aber ihr kennt die Super League, das ist unberechenbar, was dort passiert. Also. Von dem her, wir gehen los. Wir fahren dort hin. Heute bin ich auch wieder mit dem TÜV unterwegs. Und wir werden uns sehen im Stadion. Wir sind heute ziemlich früh dort, weil ich wollte noch etwas essen, gechillt sein und ein bisschen genießen das Wetter. Es ist wirklich Bombenwetter. Also Fußballspieler technisch fast ein bisschen zu warm. Aber egal. Wir gehen nachher los. Vamonos. Liebe euch. Und. Drücken den Abo-Button. Mashallah. So, und da sehen wir es auch schon. Wir sind schon im Jokali. Und ich bin ready selber als Trikot an vom Benny natürlich. Wir müssen über das hohe Gras laufen. What the fuck? Und ich habe böse Hunger, fette Durst, weil es richtig warm ist. Vergiss nicht viel zu trinken, es ist wirklich brutal warm. Aber endlich mal wieder, ist zum ersten Mal ein Vlog von mir, wo es so warm ist und ich ein Zuschauer anlegen kann. Habe ich noch nie gehabt, für die first time, aber fuck it. Auf jeden Fall sind wir da, wir gehen jetzt rauf. Vergiss nicht etwas trinken und essen, wir gehen jetzt etwas trinken und essen und genießen das Spiel. Heute wird richtig geil, ich sag's dir. Die haben hier alles serviert, sieht aus, als hätten sie sogar irgendein Choreo ready. Und vor allem so warm und so hell, man sieht wirklich ein bisschen die Choreo rein, also ein bisschen die Servette-Leute rein. Also heute wird richtig geil, aber die gehen schon ab. Unsere Plätze sind irgendwo dort, also ist ein bisschen scheiße, wir sind in der Sonne, aber egal, ist halt wie es ist, gell? Aber es geht richtig ab heute und ich spüre schon. Ich bin jetzt noch schön auf die Kebabbox am Fressen. Die Mutsensor-Kurve ist schon ready unten. Meine Plätze sind, glaube ich, irgendwo hier umeinander. Und dort hinten ist auch schon Servette komplett am Start. Das Wetter ist bombastisch. Die Vibes sind geil. Es fühlt sich richtig nach Sommer-Vibes an. Sommerfußball. Richtig nice. So, ich muss mich jetzt auch noch ein bisschen korrigieren, denn Lugano ist tatsächlich auf dem zweiten. Und es wäre theoretisch noch möglich, dass sie die Saison gewinnen. Aber dafür müsste Bern heute verlieren und nächste Woche, was ich nicht denke. Also eigentlich müsste IB das holen. Und müssen wir nur schauen, wer absteigt. Das ist, glaube ich, eher ein bisschen das Grobe mit GC und Stade Lausanne Basel. Ist krass. Aber auf jeden Fall wird IB das sehr wahrscheinlich gewinnen. Lugano hat noch Chance. FC Basel hat auch schon ihre Choreo ausgelegt. FC Basel 1893 mit dem FCB-Logo und oben links mit dem Kantonswappen. Richtig geil, Alter. Wirklich sieht nice aus. Über die ganze, Kurve. Und auch hier. Servette. In so einem geilen Graffiti-Style. Ja, wie soll man sagen? So Graffiti-Style in einer Wand und dann so oben dran. Das sieht geil aus mit den Servette-Leuten. Also wirklich geile Choreos heute hier und auch eine brutale Hitze, Jungs, ich sag's euch. Also da ist heute wirklich alles am Brennen. Und da laufen da schon die Spieler rein zum zweitletzten Spieltag in der Credit Suisse. In der Auswärtskurve kommt voller Pyros, überall verteilt. Richtig geil da von den Servette, Jungs. Richtig geil auswärts. Und die Basel. Ein fetter Banner, wo drauf steht FC Basel. Das sieht richtig geil aus. Und auch dort mit den Büros. Abnormal. Ach du Scheiße, Mann. Und in Servette brennt der Block absolut.
Und hier natürlich wunderschön von der Mauthänzer-Kurve ausgelegt mit dem Banner. Und die Spieler sind dort hinten. Quatschen sich noch das letzte Mal ab, bevor sie sich gegeneinander aufstehen. So, jetzt auch nach drei Mal den Platz wechseln, weil meine Plätze weg sind. Irgendwo anders geguckt haben, der auch schon weg. Habe ich mal einen guten Platz hier. Können finden, neben ihm zu fahren, aber ist ja gleich. Habe ich den Anspiel verpasst, aber ist egal, Jungs. Es geht immer noch weiter, 0-0. Wir sind auch erst in der zweiten, dritten Minute. Da immer noch ein bisschen Rauch am rauskommen. Und Servette ist wirklich auch am Vollgas geht oben. Es spielt weit, aber das ist schon niemand. Jetzt läuft noch nicht so viel, Basel ein bisschen offensiv, aber das ist auch schon wieder. Hoppo! Oh. Oh shit! Kade jetzt draußen! Immer noch mal! Hilfe zu Mari! Armine! Das ist eine Feldwege! Mari bekommt nicht über. Das war ja eine richtig gute Chance vom FC Basel. Aber ey, ich sage dir, hier ist so eine Hitze für die Spieler, wird das so schwierig zu spielen. Noch einmal, Mari. Ja, das ist glaube ich nicht so. Basel ist heute wirklich gefährlich. Er bekommt den Ball mit Xhaka. Bekommt den Ball nicht. Basel ist wirklich gefährlich. Dritter Versuch. Auch wieder knapp dran vorbei. 14 Minuten. Oh, ich glaube, es war sogar der Barry. Oh. Servet wirklich jetzt auch noch ein bisschen offensiv mit dem Eckball. Die Stimmung hier drin ist wirklich top. Wo der Kader durch? Ja! Was ist das Spiel? Was ein wunderschönes Zusammenspiel da vom FC Basel. Kader wunderschön von außen. Also da zeigt es noch, wie talentiert der Kader wirklich ist. Wirklich dort außen zwei, bam bam. Schiri mit dir und Tor, wirklich schön Spiel vom Kader. Hallo, mit Rücken. Okay, Schiri geht jetzt noch prüfen. Kein Goal. Wow, 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 wow. Schiri noch prüfen. Kein Goal. War komplett. Ich weiss, wer mit von Wals, aber ich glaube, es ist vom Tor von Barik. Ich kann es glaube sogar aufgenommen, aber ich kann noch eins schauen. Nein, ich spare. Oh mein Gott, Barry! Wo kommt jetzt da noch eins? Ganz knapp an der Ecke vorbei. Eieiei. Nein, ich schuss. Kommt aber nicht durch den Servet verteidigt. Aber vielleicht auch sogar nicht mit dem Konter. Der Zehner läuft gut führen. Nicht aber noch eins ablaufen. Ich muss leider bis jetzt sagen, Basel spielt ziemlich gut und auch besser als Servet. Also mir gefällt es schon ziemlich gut, wie Basel heute spielt. Oh mein Gott! Da ist jetzt noch ein Einwurf. Aber wieder ganz knapp für Servet. Ich passe bis in den zweiten Rang auf. Nein, ist Servet am Ball. Warte vielleicht mit dem Konter. Wir sind jetzt hier hochgekommen, weil es ist einfach zu viel. Wir sind in den 40 Minuten, ich will nachher etwas trinken holen. Ziemlich. Oh mein Gott, aber ich glaube, abseits. Ziemlich sicher abseits,
Ich habe gedacht, er müsste abseits sein. Oh mein Gott. Ich bin fast sicher, es müsste eigentlich abseits gewesen sein. Wir sehen es aber noch einmal. Du hast Bestand. FC Basel 3, 7, 2. Du hast jetzt 3 Minuten noch spielen. Traditionell noch 2 Minuten. Jetzt Servet sehr offensiv, natürlich nach dem 1-0. Wir haben aber auch noch nicht so gut hören. Jetzt noch eins auf Fosse. Auch dann noch eins. Oh mein Gott! Das soll ich jetzt nie tun! 2-0 Basel! Gegen einen so starken Servet! Ich gehe da hoch und passiere 2 Goals. What the fuck, Alter? Und Korbel macht eine absolute Party. Fucking Barry, Alter. Fucking body, man. Oi, zwischen den beiden. Frech, Barry, frech. Und damit 2-0 in die Halbzeit rein. Wer hat jetzt gedacht, dass Basel das noch macht gegen so einen formstarken Servet? Und somit fängt auch hier die zweite Halbzeit an. Dann noch mit 2-0 hinter 3 in den letzten 5 Minuten von der Halbzeit, also von der ersten Halbzeit. Und noch 2 Goals geschossen. Geisteskrank. Goli! Oi. Dann noch knapp und jetzt noch ab. Eckball für Servet. Servet sehr offensiv direkt. Jetzt mal da gefährliche Ecke von Servet. Wow, 2-1. Ich sag sogar noch gefährliche Ecken. Da oben geht auf jeden Fall Party ab in Servet. Ich hast gesagt, ich habe gefährliche Ecken, weil 2-1. Ja, schwierig. Schieb raus! Oh, das war aber abseits gewesen. Aber sehr knapp wieder. Uiuiui. Jetzt! Uiuiui! Was? Abseits! Abseits gestanden, oi. Ich habe schon gedacht, er wäre drin. Nein, ist da gefährlich vom Servet. So, komme ich gar nicht zu weit. Oh mein Gott, Alter, was für ein Karate-Kit, Alter. Der Schiri spielt wieder weiter. Fans sind absolut unzufrieden! Nein, ist Servet. Aber es ist wieder ruhiger geworden. Jetzt mal schauen, was der Seite ist. Jetzt noch einmal ein Eckball. Servet sehr eckballstark. Erstes Goal durch einen Eckball. Jetzt noch einmal ein Eckball. Das könnte sehr, sehr gefährlich werden. Einer sogar frei rennt jetzt rein. Ziemlich gut mit, aber Barry hat noch.
Eckball. Er schlägt Eckball. Nein, ist extrem gefährlich. Ich weiß nicht, ob es Eckball ist. Ich kann es nicht richtig sehen. Aber es ist mega gefährlich. Nein, ich werde FC Basel. Oh mein Gott, das wäre aber so knapp gewesen, aber ich habe es jetzt geschafft. Bilder sind an, es ist voll schön da. Alle haben springen. Und dann klatschen. Absolute Party, es sind noch 2 Minuten, bis das hier beendet ist. Ah, es ist ziemlich ruhig. Ball aber raus. Mensch, für FC Basel. 90. Minute ist angeschlagen. 3 Minuten Lastenzeit, das müsste jetzt bald fertig sein. Basel stehen alle auf. Und Korno macht eine absolute Party. Und für Servette war das definitiv heute. Für sehr wahrscheinlich auch den zweiten Platz in der Credit Suisse League. Und endet wahrscheinlich auf den dritten. Und noch gar nicht auf den zweiten. Außer natürlich, IB verjinxt alles, verliert zweimal, aber das wird sehr schwierig. Und somit gewinnt Basel im Heimspiel gegen Servet. Das hätte wirklich, glaube ich, niemand gedacht. Frau Servet, farmstark, wie lange nicht mehr. In den letzten 2-3 Spielen wird richtig schlechter, aber dennoch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Basel das gewinnt. 2-0, aber man merkt es heute hier jetzt. Hat die Spieler absolut toll gemacht. Die sind alle am Arsch. Es ist so warm da innen. Schwitze ins da. Und damit ist es fertig. Servet geht auch noch eins zur eigenen Kurve. Ich glaube, die reden dort sogar irgendetwas miteinander. Das ist ja auch Bilder, die man nicht einfach so sieht. Wo die Kurve so mit der Mannschaft redet. Was genau dort geredet wird, keine Ahnung. Vielleicht noch irgendwelche Motivationen. Ich bin davon, es ist super, sie haben es eigentlich hingelegt. Es hat einfach einen Moment nicht gelangt. IB hat ein Zeitchen noch gestruggelt. Ich habe noch gedacht, okay, vielleicht. Ich habe einen Trainer rausgerührt. Oh, 6 Mal ineinander verloren. Das ist der, wenn noch und Lugano Huren gekommen. Aber dennoch hat es trotzdem gelangt, wahrscheinlich für IB. Also, ich bin schon nicht sicher. Aber theoretisch müsste es einfach heute oder nächste Woche gewinnen und dann hören. So, nein, ist auch Basler. Kann man uns Gedanken sagen. Also, ich gehe nachher auch heim, schaue mir noch das IB-Match und noch vor allem den Leverkusen. Leverkusen natürlich auch frühzeitig kann er das gewinnen. Es kann sehr, sehr spannend werden. Servet. Ich habe hier noch wieder weiter bedankt, die Kleine ist und so. Krasse Bilder hier. Schaut mal das an, Jungs. Wunderschön. Das ist doch schön anzuschauen. Wunderschön hier von der Kurve. Da noch ein ist ein wunderschöner Anblick von der Kurve mit der Mannschaft. Die Knights spielen vor sich gegen FCL. Ich denke, ich werde dort rum sein. Und IB wird am Sonntag noch eine haben gegen Vinti. Dort ist aber alles schon ausverkauft. Ich würde gerne dort hin. Ich weiss nicht, ob ich irgendwie dort hin gehen und dort vor Ort Tickets besorgen kann. Wenn jemand von euch weiss, wie ich noch Tickets besorgen kann, schreibt es mir bitte in den Kommentaren. Aber das ist somit gesehen. Und somit ist hier auch der Vlog vorbei, Jungs. FC Basel Servet, hier seht ihr noch die Kulissen. Auf jeden Fall, merci noch eins für alle. Und drückt doch den fucking Abonnenten-Button. Kostet euch nichts. Würde mir sehr helfen. Danke noch eins an jeden einzelnen von euch. Ihr seid die allerbesten. Dementsprechend bin ich erstmal weg. Fahre jetzt wieder heim. Schauen noch IB. Und werden noch Leverkusen natürlich schauen daheim. Und ja. Danke für alles, Jungs. Liebe ich alle. Das sehen wir uns nächste Woche. Genau wieder. Gleiche Zeit. Liebe ich. Ciao, ciao.